zweiten Hearthstone Road to Masters Video von mir. Diesmal werde ich den Paladin vorstellen, die Basic Cards des Paladins, worauf man aufpassen muss beim Paladin und ein Deck aus Basic Cards für den Paladin vorstellen und auch ausspielen. Schauen wir mal in die Collection. So, hier auf Basic Set. Ja, leider gleich mal mit einigen Einser-Drops, die auch relativ schlecht sind. Die Light's Justice ist zwar Waffe, die viermal angreifen kann, allerdings mit einem Schaden tut man sich meistens mehr selbst weh als den Minions, da man ja doch die Ein-Health-Minions lieber nicht spielt. Blessing of Might ist ein Buff, also eine Verbesserung für einen Minion. Das Problem ist, dass Blessing of Might gibt nur Schaden und keine Survivability für den Minion. Und somit ist es meistens leicht, den Minion mit einer Karte zu zerstören. Was daraus hinausläuft, dass der Gegner eine Karte ausgibt, um den Minion und das Blessing of Might zu zerstören, was nicht so gut ist. Hand of Protection ist dasselbe wie beim Blessing of Might, nur das Hand of Protection kann auch teilweise von den Hero Abilities weggenommen werden, was es auch nicht zu einer guten Karte macht. Das Humility ist auch nicht sonderlich gut, weil es einen Minion nur verschlechtert, aber nicht killt. Das Holy Light restored 6 Leben. Das Leben ist eigentlich nur eine Ressource und von daher ist es eigentlich nicht sonderlich gut, weil man damit nicht wirklich einen Kartenvorteil zum Gegner gewinnt. Der True Silver Champion ist auf jeden Fall eine der besten Paladin-Waffen. Für 4 Mana 4 Schaden, 2 Mal, ist sehr gut. Meistens tauscht man mit 2 zu 1. Man restort auch noch 2 Leben dazu, was nett ist, aber nicht wirklich wichtig. Das Wichtige ist daran, dass man eigene Minions damit sehr gut beschützen kann und einen Druck aufbauen kann an Bord. Das Blessing of Kings, also der True Silver Champion wird ziemlich sicher in den meisten Paladins-Decks gespielt. Blessing of Kings ist im Vergleich zum Blessing of Might deutlich besser, weil es gibt dem Minion auch Survivability. Und üblicherweise spielt man den Blessing of Kings auf Minions, die schon einsatzbereit sind. Das heißt, man kann mit einer kleinen Kreatur gleich mal eine große zerstören, wo man durch schon mal das Blessing of Kings seinen Wert behält. Und danach muss der Gegner immer nur auf die Kreatur mit dem Blessing of Kings reagieren. Also Blessing of Kings ist relativ gut. Das Consecration ist der wichtigste Spell, bei dem man beim Paladin aufpassen muss. 2 Schaden auf alle Gegner. Das heißt, wenn der gegnerische Paladin auf 4 Mana kommt, sollte man aufpassen, dass man nicht mehr als 2 Kreaturen mit weniger als, also 2 oder weniger Hitpoints hat. Allerdings sollte man auch darauf achten, wenn man 3 draußen liegen hat und der spielt keine Consecration, hat er wahrscheinlich keine auf der Hand. Die Hammer of Wrath ist ein Schadenszauber für 3 Schaden, der sich selbst ersetzt. Also ist auf jeden Fall sehr gut. Meistens tauscht man 2 zu 1, also einen gegnerischen Minion plus eine Karte, die man selbst zieht. Der Guardian of Kings ist jetzt eigentlich nicht so gut. Für 7 Mana 5-6 und 6 Leben wiedergeben. Die Sache ist, dass bei den Basic-Karten die Kreaturen mit hohen Mana-Kosten recht dünn besiedelt sind und dafür ist er dann wieder okay bei den Basic-Karten. Jetzt schauen wir kurz, was der Paladin nur für Secrets hat. Die Paladin-Secrets kosten alles 1, das heißt, wenn er ein Secret spielt, kann man nicht wissen, welches es ist. Man kann aber davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Noble Sacrifice ist. Wenn ein Minion oder der Hero selbst angegriffen wird, dann springt ein 2-1er Defender dazwischen. Sollte man am besten ausprobieren mit einer Kreatur, die größer ist oder eine, die einem nichts wert ist. Das zweite, was es sein könnte, ist Redemption.
Wenn ein Minion stirbt, kommt er mit einem Leben wieder zurück ins Spiel. Die anderen beiden sind meiner Meinung nach sehr schlecht. Mit Eye for an Eye erhält der gegnerische Hero den Schaden, den man selbst mal kriegen würde, auch nur einmal, was eigentlich nicht wirklich sonderlich gut ist. Und das Repentance reduziert den Minion Health auf 1, wenn er einen spielt. Und das ist auch nicht sonderlich gut. Der Paladin hat sonst noch einen Spell, der auf alles geht. Das ist die Equality. Change the Health of all Minions to 1. Ist meistens zur Vorbereitung auf eine Consecration. In Verbindung mit einer Consecration ist es sehr stark. Ansonsten ist es jetzt so lala. Ja, das kann halt auf 6 Mana passieren, aber ich glaube, dass es nicht so viele Leute spielen werden. Weil man dafür zwei Karten für eins braucht. So. Das Basic Paladin Deck, das ich zusammengestellt habe, ist mit zwei Acidic Swamp Ooze gegen Paladin, Warrior und Rogue. Bloodfang Raptor, einfach nur weil es eine gute Zweier-Kreatur ist. Ein River Crocolisk, auch aus demselben Grund. Zwei Shattered Sun Clerics, weil es einfach sehr, sehr gut sind. Den Wraith of an Hunter, weil ich zusätzliche Dreier-Drops brauche und die anderen sind eigentlich nicht so gut und der ist so lala. Außerdem ist er ganz gut in Verknüpfung mit dem Frostwolf Warlord oder dem Stormwind Champion. Und so viel gute höhere Drops haben wir eigentlich nicht in Basiskarten, deshalb habe ich den Wraith of an Hunter genommen. Dann haben wir hier den True Silver Champion, Blessing of Kings, Consecration, Hammer of Wrath und Chillwind Yeti. Das heißt, in der Runde 4 versuche ich die Kontrolle zu übernehmen. Und wenn ich die Kontrolle habe, dann wird das abgedeckt mit dem Darkscale Healer. Einfach auch deshalb, weil es nicht sonderlich viele gute 5er-Karten gibt. Und mit dem kann ich meine großen Kreaturen zumindest noch ein bisschen länger überleben lassen. Oder zum Beispiel aus Consecration Range rausbehalten. Das heißt, dass meine Minions nicht auf 2 Hitpoints sind, wo sie dann einfach abgeräumt werden können. Dann eben der Frostwolf Warlord, Boulderfist Ogre, Guardian of Kings und Stormwind Champion. Dann legen wir mal los. So. Paladin. Play. Also auf dem Diamond Level werden wir halt jetzt wahrscheinlich schon einige Nicht-Basic-Karten dabei haben. Aber auch solche Decks kann man auch besiegen. Wichtig ist, keine Fehler zu machen. Das heißt, ich schaue, dass ich sehr aufmerksam bin. Gegen den Warlock möchte ich das Consecrate und das Blessing of Kings. Ich möchte das Consecration behalten, das Blessing of Kings gebe ich weg. Ich möchte lieber eine bessere Kurve haben, damit ich mehr Druck aufbauen kann. Ist leider fehlgeschlagen. Bei River Crocodile ist allerdings gut. Erster Zug, nichts zu tun. Er lockt los mit einem Loot Hoarder. Dem Loot Hoarder kann ich einen River Crocolisk hinlegen. Warum ich jetzt nicht den Silverhand Recruiting gespielt habe, ist. Ich kann zwar mit einem Silverhand Recruit nur gut auf den Loot Hoarder reagieren, allerdings, falls er jetzt nur was anderes spielt, nicht. Mit dem River Crocolisk kann ich auf was anderes auch recht gut re reagieren. Und wenn er jetzt einfach nur eine Karte ziehen möchte, dann überlebt mein River Crocolisk. Der Silverhand Recruit würde es nicht tun. Ja, ich möchte mal das Board ein bisschen clearen, damit er da mehr aufbauen kann. Damit er ein bisschen mehr Druck auf den Gegner machen kann. Und deswegen legen wir die River Crocolisks.
Er hat auf 4 Mana das Hellfire, das 3 Schaden auf alles macht. Deswegen werde ich schauen, dass ich jetzt nicht mehr lege. Aber den werde ich jetzt auf jeden Fall noch killen. Und zwar mit dem Blessing of Kings. Ich kann zwar einen True Silver Champion spielen und ihn rein opfern, aber mit dem habe ich gleich eine Bedrohung an Bord, mit der er arbeiten muss. Ich tausche die beiden ab, damit er mir den nicht auf 3 Hitpoints runterkillt und mit einem Hellfire drüber fährt. Shadowbolt, gut. In dem Fall werde er Bedrohung rauslegen und auf den Wolderfist Ogre warten. Das ist leider eine relativ gute Antwort auf mein Champion. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ich muss jetzt erstmal darauf reagieren. Hätte so die Möglichkeit, einer Kreatur 4 plus 4 plus 4 zu geben. Sie stirbt am Ende des Zuges allerdings. Ja. Wieder zwei Karten für eine tauschen, was okay wäre. Das ist auch gut. Er hat jetzt schon auf 4 Mana-Kristalle runtergehauen. Schauen wir mal, wie lange er das durchhaltet. Da legen wir jetzt mal die Consecration rein. Er hat jetzt schon so weit ins Rücktreffen buxiert mit den zwei zerstörten Mana-Kristallen, dass ich glaube, dass es schon sehr, sehr gut ausschaut für mich ist. Jetzt kommt ein Stormwind Champion. Ich möchte große Kreaturen hinlegen, damit er wirklich Schwierigkeiten hat, dass er mit einzelnen Karten drauf reagieren kann. Er hat jetzt schon sehr viele Karten los. Ah, Bane of Doom. Ja, Glück gehabt. Aber gut, kommt vor. Dann machen wir einen Silverhand Recruit und backen ihn auf 2 zu 2. Schauen wir mal, was jetzt erst schon los worden ist. Das sehe ich jetzt leider nicht mehr. Blessing of Kings. Ich möchte nicht, dass er tauscht. Und der Karte. Nächster Zug. Ich bin zwar mittlerweile schon auf 16 Hitpoints runden, aber mit den Guardian of Kings kriege ich das ohne Probleme wieder rauf und 16 Hitpoints ist nur weit außerhalb der Reichweite, wo er wirklich gefährlich wird, der Gegner. Ich kann jetzt jede Runde eine Bedrohung für ihn legen, auf die er reagieren muss. Er braucht wahrscheinlich für jede Karte mindestens eine Karte zum Reagieren, wahrscheinlich zwei. Leider habe ich wenig Druck auf ihn machen können, das heißt, er hat jetzt schon die ganze Zeit Karten ziehen können über Lifetap.
Wenn er mal weniger Hitpoints hat, dann wird er nämlich damit einfach aufhören. Sehr schön. Da machen wir es so. Wir traden hier. Buffen den Silverhand Recruit. Die zuerst noch einen Silverhand Recruit. Crystal Warlord. Und jetzt tauschen wir. Ich schätze mal, dass er jetzt aufgibt. Wie es übrigens ersichtlich war, der hat schon deutlich mehr als nur Basic-Karten gehabt. Okay, es ist noch nicht vorbei. Zu früh gefreut. Guardian of Kings. Silverhand Recruit. Leider kann er wirklich lange gegenhalten, damit hat er nicht gerechnet. Okay. Da passiert noch einiges. Na, schauen wir mal. Ich glaube, das sollte sie trotzdem ausgehen. Blue Silver Champion. Jaraxxus ist leider wirklich sehr, sehr stark, aber es wird nicht reichen für ihn. Also gerade das Deck war jetzt definitiv ein guter Punkt, wo man sieht, dass man auch mit den Basic-Karten gegen Expert-Karten sich durchsetzen kann. Probieren wir es gleich nochmal. Das war ein sehr guter Start. Neue Runde, neues Glück. Ich glaube, für ihn war es ein Fehler, dass er gleich zwei Mana Crystals von ihm zerstört hat. Das hat ihn weit zurückgeworfen. Er hat einmal mit dem Soulfire ein Infernal zerstört, der 6-6er Kreatur, die einen Schaden auf alles macht. Die hätte ihm sicher mehr gebracht, wenn er es direkt gespürt hat. Wobei er seine Mana Crystals so lange zurückgehalten hat, dass er keine 6 Mana gehabt hat. Zwei und drei schaut sehr gut aus. Ich hätte gerne noch einen zweiten, weil dann würde ich mit dem Coin gleich einen ziemlich guten Start hinkriegen. Ich werde es trotzdem probieren. Schauen wir mal, was er macht. Okay. So. Jetzt ist er auf jeden Fall schon am Reagieren. Das heißt, er braucht jetzt mindestens einen Spell, um die Kreatur zu killen, oder er macht es nicht. Das heißt, wahrscheinlich wird er auch nächsten Zug damit beschäftigt sein, die Kreatur wegzukriegen. Ja, das war wahrscheinlich ein Zug. Und ich lege weiter Druck. Auf 5 hat er dann den Blizzard. Schauen wir mal. Copy a Minion könnte er haben. Ja. Wird gleich getauscht. Der ist nicht so schlecht. Push forward.
Wir können leider jetzt nicht sehr, sehr gut traden. Deshalb heile ich ihn einfach wieder hoch. Jetzt hat er leider schon mal was, mit dem er arbeiten kann. Da wird man jetzt wahrscheinlich einen wegtraden. Und hat leider dann immer nur 4-1. Ja. Da muss man durch. Gut. Das wird getauscht. Bedrohungen sind wieder da. Mit einem Flamestrike würde man den Yeti auf jeden Fall wieder am Leben lassen. Mit dem Blizzard kann er nicht viel machen. Sehr gut. Jetzt kann er mal wieder nichts mehr mit seinem Fireblast töten. Und er muss reagieren. Weil sonst ist jetzt. Wäre er sogar schon tot? Ja. Gut. Den darf ich jetzt leider nicht am Leben lassen. Der ist sonst zu gut. Ich mach das jetzt auch lieber so. Das Schaf wird mir noch gute Dienste leisten. Zum einen möchte ich das nochmal hochbuffen, zum anderen vielleicht für den Warlord haben. Ich glaube, wir den einfach hochbuffen. Ist leider sehr bedrohlich, dass er so viele Karten hat, aber nachdem er noch immer keinen Flamestrike gespielt hat, wird er wahrscheinlich keinen haben. Kann natürlich sein, dass er jetzt einen gezogen hat. Vorige Runde gezogen hat. So, Razor Fang Hunter und Warlord. Nein. Das war leider ein Fehler. Ich hätte natürlich den Recruit First zuerst spielen sollen. Aber ich glaube nicht mehr, dass er damit reagieren kann. Die hätten überhaupt gerade killen können mit der Consecration. Das tut mir sehr, sehr leid. Das war gerade ein ganz schlechter Zug. Zum Glück weiß er das nicht. Ich hoffe, das wird in den nächsten Streams noch besser, dass ich weniger Fehler mache wie das. Aber sehr schlecht. Aber wieder gegen einen mit mehr als Basiskarten gewonnen. Das war ziemlich gut gewonnen. So, schauen wir mal, ob das ein drittes Mal auch noch funktioniert. Was man übrigens machen kann, ist, man kann ziemlich genau sehen, was der andere macht mit seinen Karten. Das heißt, man sieht hier oben, ob er Karten austauscht oder nicht. Bei mir gerade nicht, weil es spiegelt. Und ich hätte gern mehr.
Jetzt habe ich es leider nicht wirklich gesehen, was bei mir so gespiegelt hat. Tut mir leid. Aber normalerweise sieht man, wie viele Karten er austauscht und welche Karten er austauscht. Das heißt, man kann damit rechnen, welche er gerne auf der Hand behalten hätte und welche er zieht. Das heißt, die, die er auf der Hand behält, sind meistens die, die auch gut sind im Start. Oder auch nur ein Valor Creator ist. Ich hätte jetzt natürlich auch den Bloodfang Raptor spielen können, aber den kann man natürlich einfach tauschen, das möchte ich nicht. Den Trick möchte man aufbehalten. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist. Aber wenn ihr den jetzt gespielt hättet, hätte er einfach den reingeopfert und den weggeschossen. Ich behalte meinen lieber auf, um irgendwen aus Blizzard Range oder aus Flamestrike Range rauszuhalten. Kann er anfangen, Bedrohungen zu legen, hat seine Münze schon rausgehaut. Da muss er jetzt schon Spells einsetzen. Also es ging am Mages aufzupassen, dass man möglichst viel Bedrohungen legt, damit man seine Spells rauszieht. Und trotzdem nicht zu viel von den AOE-Spells abbekommt, also von den Area-Spells, die alle meine Minions zerlegen. Schauen wir mal, was er da macht. Traden mit den Sachen, die er jetzt an Bord hat, kann er nur mit einem. Er hat natürlich nur 5 Mana. Also der Murloc Raider hat sich gut ausgezahlt. Das war auch eher die Seltenheit. Warum ich jetzt nicht Blessing of Kings gemacht habe, ich möchte es mal aufhalten. Das sag ich hätte es jetzt auf ihn gespielt und ihm den Acidic Swamp Ooze damit gekillt. Wäre er wieder auf 4 Hitpoints und ich hätte quasi das Überraschungseffekt von Blessing of Kings verloren. Ich möchte ihn allerdings nur behalten. Ich möchte mit Blessing of Kings zumindest was Größeres abtauschen lernen. Zum Beispiel ein Frost Elemental, das ist perfekt. Das ist sogar noch ein bisschen besser. Mit dem kann ich mich jetzt wieder aus Fireblast Range ziehen. Das heißt, es sind jetzt schon wieder einige Bedrohungen an Bord. Der wird jetzt so wahrscheinlich einen Flamestrike spielen. Der war recht effektiv, aber er hat den siebten Zug dafür verloren.
und ich kann dafür wieder neue Bedrohungen legen. Leider hat er nur wirklich viele Karten auf der Hand. Also mit 7 Karten hat er einiges in der Hand. Er hat aber schon Polymorph gespielt und schon Flamestrike gespielt. Er hat auf jeden Fall noch Feuerbälle. Aber scheinbar spielt er auch nicht so gute Karten. Er spielt auch nicht so gute Karten. Das könnte sein Mirror Entity. Das werde ich jetzt gleich mal testen, ob das Mirror Entity ist. Ja. First of Warlord. Sein Zug. Der Mage hat drei gute Secrets oder drei akzeptable Secrets. Das ist das Mirror Entity, das ist einfach eine meiner Kreaturen kopiert, die ich spiele. Die kann okay sein. Dann gibt es das Vaporize. Wenn ich den Hero angreife, dann killt er meine Kreatur. Und dann gibt es noch den Counterspell, mit dem kann er mir einfach ein Spell verhindern, wenn ich spreche. So. Jetzt halt er ihn hoch. Gut. Dann buffen wir meine Kreaturen. Zerstören den. Zerstören den. Und bringe noch einen ins Spiel. Ich möchte mir lieber ein paar Karten in der Hand haben. Er hat immer nur einen Flamestrike. Wenn er einen hat, wird er ihn jetzt auch spielen. Hat aber keinen. Also ich glaube, der spielt auch in erster Linie mit Basic-Karten und hat dann meiner Meinung nach nicht die besten gewählt. Nach wie vor behalte man die auf der Hand. Ich habe jetzt nur eine zweite große Bedrohung für den Gegner. Mit einem Feuerball kann er nur einen davon killen. Ich glaube, er hat zwar zwei Feuerbälle noch nicht gespielt. Aber wenn er jetzt nur irgendeinen Area of Effect Spell macht, also zum Beispiel einen Blizzard, dann kann er nochmal hochheilen. Nice. Ein Repair Bot. Ja, das reicht leider nicht auf. Jetzt reicht es natürlich schon aus. Natürlich geht es so auch aus. Ja. Das war natürlich jetzt Pech, aber da müssen wir durch. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich möchte weiter Druck machen auf ihn. Natürlich ist es auch so, der Repairbot heilt natürlich einen beschädigten Charakter. Das heißt, ich hätte eigentlich nur den beschädigt gehabt, ihn und mich. Von daher war die Chance jetzt gar nicht so gering, dass er sich selbst heilt. Mit dem bin ich auf 29 und bin somit auch beschädigt. Das heißt, er heilt vielleicht trotzdem nicht.
Die letzte Runde war jetzt auf jeden Fall gegen einen Mage, der nicht die besten Karten hat. Aber die ersten zwei Runden haben, glaube ich, recht gut gezeigt, dass man auch mit Basic-Karten relativ gut spielen kann. Natürlich könnte das jetzt nochmal selbst heilen. Ich glaube, er wird es dann sogar nochmal überleben. Ja, er wird es nochmal überleben. Allerdings nur, wenn er meinen Stormwind Champion gekillt hätte. Hätte er jetzt mit dem Healer mich geheilt, hätte er auf jeden Fall 6 geheilt bekommen von seinem Repair Bot. So ist es jetzt 50-50. Na gut. Ich möchte jetzt aber auf jeden Fall den hier killen, weil der ist mir sonst zu gefährlich, weil hier kriegen jetzt eine tot. Und legen wir nochmal was Großes. Ne? Natürlich hätte ich ihn vorspielen sollen, tut mir wieder leid. Man merkt, das Gehirn deaktiviert sich schon langsam, wenn man das Gefühl hat, man gewinnt. Das sollte man nicht machen. Und aus ist es. So, ich hoffe, das war ein recht guter Einblick in den Paladin und auch die Paladin Basic Cards. Man hat auch ein bisschen gesehen, was man damit machen kann. Ich habe leider ein paar Fehler gemacht. Ich werde versuchen, meine Aufmerksamkeit ein bisschen weiter zu erhöhen. Es tut mir sehr leid. Und als nächster werde ich dann den Druid vorstellen. Bis zum nächsten Mal.